Herzlich willkommen zu einem Retro-Spezial. Wir spielen heute Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Erschienen 1996 bzw. 97, glaube ich, das waren die Add-ons, die es gibt. Und die Kampagne wäre so ein bisschen viel für ein kleines Retro-Spezial. Wenn es euch denn interessiert, also wenn ihr denkt, wow, Command & Conquer ist ja ziemlich cool, macht ja Spaß zum Zuschauen, dann schreibt es in die Kommentare, dann können wir auch mal über eine Kampagne der vergangenen Teile nachdenken. Die Serie gibt es ja inzwischen leider nicht mehr. Also ich habe sie wirklich geliebt. Wir spielen ein Geplänkel. Weiß nicht. Habe ich die Big Balls auf normal zu spielen? Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Kisten möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Starteinheiten nehmen wir 6 Stück. Also das sind die, die am Anfang mit uns mitkommen. Und wir nehmen 2 KI-Spieler. Wie viel kann man denn? Oh, 7 Stück. Nein. 2 KI-Spieler auf normal. Wir nehmen eine. Was nehmen wir denn? Wir nehmen irgendeine Küstenkarte. Weil wir spielen Alliierte. Und ich weiß noch, Alliierte haben Schiffe. Aber ich weiß nicht, verdammt, welche Alliierten haben denn Schiffe? Immer die Deutschen nicht, oder? Wir nehmen jetzt einfach mal England. Und fight for the Queen. Und wir hoffen, dass wir haben Schiffe. Also hier ist unser Bauhof. Also für alle, die Command & Conquer nicht kennen, der Bauhof ist das Hauptgebäude, mit dem wir eben alles quasi bauen können. Ja, an Gebäuden. Also für Gebäude ist der Bauhof zuständig. Die können wir hier platzieren. Und für alles andere sind die jeweiligen Teilgebäude zuständig. Also die Kaserne hier in dem Fall produziert uns Fußsoldaten. Und unsere Erzraffinerie, die produziert gar nichts, sondern die ist zuständig als Sammelpunkt für Erz. Erz seht ihr hier links. Erz ist quasi unsere Geldeinnahmequelle in diesem Spiel. Und ansonsten hat das Spiel ein, ja, sagen wir, klassisches Schere-Stein-Papier-Prinzip, sprich Infanterie ist gut gegen Infanterie, verliert aber gegen so Buggies zum Beispiel hier mit Maschinengewehren bewaffnet. Buggies hingegen verziehen gegen gepanzerte Fahrzeuge in kürzeren, wohingegen gepanzerte Fahrzeuge gegen ein Raketenwerfermännchen nicht ganz so effektiv sind, weil sie mehrere Schüsse brauchen. So, ganz einfach erklärt. Das Grundprinzip. Ziel ist es eben, den Gegner komplett auszurotten, wenn man so will. Klingt böse, ist aber so. Und Großkraftwerke kosten nur $500, wenn ihr also gerne mal eins in eurem Garten haben möchte, dann wenn durch an die Spielentwickler. Ja, doch, eine schicke Sache. So ein schickes Industrie-Großkraftwerk, ganz eigenes. Oder so eine Waffenfabrik für nur $2000. Und dem müssen wir uns verzeihen an alle Cracks hier, die sich damit auskennen, wenn ich absolut grottig spiele. Ich habe das Spiel für, sagen wir, 10 Jahre nicht mehr gespielt, mindestens. Okay, also wir haben hier eine Basis im Eck. Wir haben, wie erwartet, viel Wasser. Hier sind Diamanten, die sind auch sehr, sehr gut, sehr gewinnbringend. Also heißt, wir müssen uns zu zwei Seiten absichern. Und ich habe irgendwie schon ein ganz, ganz mieses Gefühl, wenn ich den mittleren Computer ausgewählt habe. Ich weiß nicht, ich habe so eine ganz böse Vorahnung, dass zwei mittlere Computergegner eine Kragenweite sind, die mir ein bisschen zu groß ist. Also wir haben hier Bunker und Tarnbunker. Wir sind hier richtig getarnt unterwegs, oder? Ne, Problem, jetzt folgendes. Jetzt zeige ich euch einen weiteren Trick, den kenne ich nämlich noch. Ich hoffe, er funktioniert auch hier. Nicht, dass ich mich hier zum Affen mache. Und zwar, wir haben hier ja das Territorium, in dem wir bauen können, hier. Wenn ich ein Gebäude platziere, ist es rot, wenn wir außerhalb bauen oder auf einer ungeeigneten Stelle. Und eben weiß, wenn alles gut ist. Und wir bauen jetzt einfach das günstigste und schnellst zu bauende Gebäude, nämlich Silos, um unseren Bauradius hier konsequent nach vorne zu verlagern. So. Seht ihr? Aha. Oh, uncool. Oh nö, dass die sonst so früh angreifen. Oh, Junge. Und hier seht ihr die Infanterie. Ist hier nicht gerade Hilfe gegen Panzer. Junge! Vielleicht mal ein paar Ranger bauen.
Oh, oh. Kriegen hier richtig auf den... Boah! Junge! Steckt doch das Silo sonst wohin, wir brauchen Geschütztürme. Hilfe! Oh, oh. Houston, wir haben ein verdammtes Problem. Die greifen meinen Bauhof an. Ihr Schweine. Damit kommt er nicht durch. Okay, vielleicht doch. Aber. Das wird noch Folgen haben, meine Freunde. Ihr habt meine Silo-Verteidigungstaktik kaputt gemacht. Verdammt nochmal, wie schnell ging das denn? Okay, aber ich glaube, er hat schon sein komplettes Pulver damit verschossen, oder? Also. Jetzt werden hier Bunker errichtet. Die der restlichen verbleibenden Infanterie von ihm hier mal richtig hart den Rest geben werden. Na? Zack. Und Tarnbunker hinterher. Jetzt reicht's hier. Und jetzt brauchen wir noch einen Erztransporter. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. Die Seite ist jetzt halt hier ungeschützt, aber mein Gott. Mein Gott, man kann eben nicht alles haben. Ein Radar sollten wir auch bauen, ich weiß, aber aufgrund von akutem Geldmangel müssen wir eben kurz... Okay, die Raffinerie ist sowas von dämlich hingestellt. Verzeiht mir, meine Freunde, verzeiht mir mein Unwissen. Jetzt haben wir hier immerhin eine richtig undurchdringbare Verteidigungslinie. Und wir mischen jetzt einfach den da, Ranger, auf. So eine ekelhafte Taktik hier, mich am Anfang versuchen zu rushen. Ich passe es, ich glaub's ja nicht. Jetzt bauen wir. Jetzt bauen wir es. Bauen wir wirklich das Radar? Ja, bauen wir das Radar. Wir haben überhaupt kein Geld mehr. Ja, du, arbeite mal was. Unfassbar. Faulen Sammler. Was gibt es zu Command & Conquer noch Allgemeines zu sagen? Ich glaube, die Serie ist 1995 entstanden mit dem Tiberium-Konflikt. Teil 1, dort kämpfen Nott gegen GDI. Nott sind die Bösewichte, GDI die guten, lieben, braven Helden. So, grob gesagt. Und danach kam eben Alarmstufe Rot 1. Alarmstufe Rot ist immer der Konflikt, die Alliierten gegen die bösen Sowjets. Und dann kam Tiberium Wars, glaube ich, 1997 oder 99 sogar, 99, glaube ich. Nicht Tiberium Wars, Tiberium Sun. Auch wieder Nott gegen GDI und später kam dann Alarmstufe Rot 2, wieder Sowjets gegen Alliierte. Und das ging dann so weiter bis Alarmstufe Rot 3. Den Teil fand ich aber extrem enttäuschend, muss ich sagen. Erster 3D-Teil. Von Alliierten gegen Sowjets. Dazwischen gab es noch Tiberium Wars. Auch das war das erste wirkliche voll 3D Command & Conquer. Also das Strategiespiel. Und das habe ich auch absolut geliebt. Und dann gab es noch einen ganz enttäuschenden letzten Teil, mit dem die Serie dann noch eingestellt wurde. Nämlich Tiberium Twilight hieß es, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und wir bauen jetzt hier auf jeden Fall ein Tech-Zentrum und ein Radarstörgerät. Ne, was brauchen wir? Radarstörgerät? Das ist dem PC einfach gerade egal. Wir gönnen uns einen Spion. Schaffen uns Zugriff auf Informationen. So. Und die Serie wurde leider eingestellt. Das Genre der Echtzeitstrategie, also Echtzeitstrategie heißt in dem Fall, dass wir eben nicht rundenbasierend agieren, sondern es läuft alles in Echtzeit. Genauso wie unsere Finanzkrise, die wir hier gerade durchleben. Läuft auch in Echtzeit. Und wir können eigentlich ein Raketensilo bauen. Die Chronosphäre können wir uns hier teleportieren. Was das alles an Strom frisst. Das Kraftwerk ist total ineffizient. Nicht krass. Also, sobald es fertig ist, verkaufen wir das hier. Nämlich, das steht nämlich richtig dumm in der Gegend rum. Ich habe Angst, dass ein richtig, richtig großer Angriff kommt. Gebäude verkauft. Hier geht es wieder zur Sache. Und ist ja gut, wenn die sich quasi gegenseitig auseinanderreißen,
ist mir das ja gerade recht. Hier sind wir so blank. Es wird lauter. Rundenstrategie ist übrigens das Gegenteil. Dann wäre ich dran, dann wäre der Gegner wieder dran. Und so weiter und so fort. Jeder hat dann so seine Züge. War nie mein Genre. Echte Strategie liebe ich wirklich. Habe ich geliebt. Das Genre ist nahezu tot. Gibt eigentlich keine großen Spiele mehr. Ein paar Indie-Spiele und Early Access-Spiele, glaube ich, aber sonst einfach nichts mehr. Für Königin und Vaterland. Sie ist der Sammler, das bedeutet, wir sind hier ganz in der Nähe. Jawohl. Können wir hier mal schauen? Ist gleich unsichtbar. Können wir denn jetzt Geld abziehen? Ja! Es hat 500 gebracht! Das ist ein schlechter Scherz. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe den ultimativen Plan. Bonus. Hier so ein Ingenieur. Wir bauen eine Werft. Oh ja. Oh ja. Dann bauen wir eine Tanja. Hat das Infiltrieren hat jetzt gar nichts gebracht. Ja, aber schon geile Technik am Start hier. Die Frage ist, haben wir hier überall auch eine Anbindung? Wenn ich jetzt die Werft hier hinpacke, ich schreie dann aber ganz laut, wenn ich dann nachher nirgendwo hinschippern kann. Bringen wir die mal einfach dahin. Jetzt können wir hier nämlich Kreuzer bauen und die sind richtig übel. Das bringt uns den Sieg, meine Freunde. Also, passt auf. Das wird jetzt das Vernichtungsteam. Sag's euch. Der Sieg ist uns gewiss. Und zudem könnten wir eigentlich auf ein Raketensilo dann sparen. Also Tanja ist die Spezialeinheit quasi. Sehr, sehr gut gegen Infanterie. Hat enorme Schwächen, was die Verteidigung gegen gepanzerte Fahrzeuge angeht. Das heißt, wenn wir einem gepanzerten Fahrzeug begegnen, sind wir einfach im Arsch. wollen die zu uns? Das ist jetzt hässlich. Okay, der Spion hat ins Gras gebissen, aber da sehe ich massive Truppenbewegungen zu uns nach unten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann laufen wir jetzt hier rum. Ich glaube, das ist eine blöde Idee. Ja, wir warten ein bisschen. Schleichen wir uns hier hin. Oder wir gucken mal, ob wir das Lager ein bisschen umlaufen können. Wir müssen irgendwelche Schwächen suchen. So knacken wir die nämlich. Hat garantiert hier irgendeine Verteidigungsschwäche. Ja, genau. Hier ist die Schwäche. Oh. Okay, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Der wird uns... Ja, schade. Wir hätten direkt den Turm attackieren sollen. Oh, sehr schön. Es ist aber komplett aufgedeckt. Der Ingenieur hier gefällt mir gar nicht. Weil mit dem ist er in der Lage... Oh, zum Geier habe ich auf einmal die komplette Karte aufgedeckt. Ja, wow. Können wir gar nicht hinfahren, oder? Sehen wir hier, aber das ist ja total krass. Was habe ich gemacht? Ich habe abgefahren, was habe ich denn gebaut? Das ist ja der Wahnsinn. Wollen wir hier einfach, wenn wir hier durchfahren können, wollen wir einfach nochmal ein, zwei, drei Kreuzer und mischen sie richtig böse. Ist das hier vielleicht... Ja, die, wir machen uns einfach hier ein bisschen Platz. Das ist eine excellent idea, man. Und was ich noch haben wollte... Ich glaube, seine Luftverteidigung ist absolut miserabel. Perfekt. Jetzt haben wir ihn. Jetzt wissen wir, wie wir ihn an seinen kleinen PC-Eiern kriegen. Und zwar wollen wir ein Heliport. Können wir jetzt hier durchfahren? Sag nicht, dass wir hier jetzt nicht durchfahren können. Tu es. Tu es einfach. Verdammt nochmal, wir sind hier in so einem bescheuerten Teich gefangen und können nichts machen. Bestätigt. Gut, hier ist das Schiff total wertlos.
Wow. Okay. Das ist schade. Wir brauchen nochmal eine Tanja. Die Seite hier ist brutal offen. Hier oben kann er eigentlich nichts machen. Nimmst ihm hier die ganzen Sachen aus. Oder wir setzen hier irgendwas ab und machen ihm den Bauhof kaputt. Aber der hier ist halt brutal. Ja, wobei der ist auch nicht stark. Können ja alle nix. Also pass auf. Wird gebaut. Aber wir hätten jetzt die Russen nehmen müssen. Die haben nämlich Jets. Das heißt, hätten wir sie aus der Luft richtig übel attackieren können. Wir nehmen hier auch noch einen Dieb und hoffen, dass wir hier durch die Verteidigung einfach durchsneaken können. Na, vielleicht hier so lang. So für eine komische Stimme. Geht klar, Chef. Wird gebaut. Was für ein eigenartiger Typ. Okay, und dann? Wie kriegen wir ihn geknackt? Wir können einfach so, können auch einfach jetzt immer wieder ein paar Panzer bauen. Wir brechen einfach durch. Und wir nehmen ihn mit Artillerie aufs Korn. Weil ich, ja, ich hätte lieber die Russen genommen. Die Russen haben auch die Mammutpanzer. Die haben schon ein bisschen mehr Wurms einfach dahinter. Das heißt, geht schon was, ja? Opiopasto, ja. Schnauze, Junge. Wenn ich an der Stelle hier gewesen wäre, dann hätte ich ihn hier auf jeden Fall mit Schiffen richtig brutal attackieren können. Aber hätte, Fahrradkette hilft uns jetzt eben nicht weiter. Wir müssen eine Lösung finden. Schicken den jetzt hier hin. Schicken ihn hier rum. Hier durch die Hauptlinie wäre ein bisschen dumm. Aber sie haben ja mehrere Zugänge. Und dann, wo kann er denn überall rein? Also er kann nur in die Raffinerie, aber wird ihm richtig Geld abziehen. Danach sind wir sowas von brutal reich. Wobei, die entdecken uns, oder? Ja, wow. Ich dachte, er wäre unsichtbar. Okay. Sie haben uns wieder um unser Geld betrogen. Ich will mein Geld zurück, aber sofort. Okay, dann hilft nur noch eines. Und noch weiter Helikopter. Und dann greifen wir sie jetzt. Wenn der fünfte Helikopter fertig ist, attackieren wir hier komplett ihren Bauhof. Und wenn der Bauhof kaputt ist, Freunde, wenn der Bauhof kaputt ist, dann können wir sie Stück für Stück zerquetschen. Und der ist oh, okay, der ist heftig. Wir haben auch ordentliche Verteidigung. Jetzt. Ha. Jetzt ist der Zugang aber frei, ne? Bestätigt. Jetzt müsst ihr durchkommen. Oh ja. Können wir denn hier langfahren? Also ich sehe hier Truppenbewegung. Ja, der plant ja was. Der kleine Schlawiner denkt hier, wir hätten ihn nicht gesehen. Wir haben ihn gesehen. Und wie wir ihn gesehen haben. Wir Tarnbunker hin. Lagern hier mal ein paar Truppen nach unten. Wenn er hier meint, er könnte uns überrennen, dann sage ich, kannst du ja abschminken, Freundchen, ja? So nicht. Wir sind jetzt erstmal wieder reich. So fast. So eigentlich nicht so sehr, aber. Aber. Wir haben fiese Pläne. So, jetzt sind nämlich die Helikopter, denke ich, alle bereit. Sechs. Ne, ja. Wo ist mein Helikopter, den ich bestellt habe? Wo ist der Helikopter? Ich habe bestellt. Hä? Ich habe doch einen sechsten gebaut. Ja, Sir. Bestätigt. Geht's eben mit fünf. Bestätigt. In Ordnung. Wenn ihr mir meinen sechsten verweigert, dann soll das eben so sein. Greifen wir uns hier an. Er hat keine Flugabwehrmittel. Überhaupt nichts. Gar nichts. Er hat nicht mal Raketenwaffermännchen. Er hat nichts. Und damit machen wir jetzt den Bauhof. Im Erdboden gleich. So ist es nämlich. Bam, das war's für dich, Freund der Nacht. So, Mission erfolgreich. Rückkehr. Damit ist der Typ nämlich Krankenhaus. Da. Damit haben wir jetzt nämlich mieses Genick gebrochen, weil er hat kein Tech-Zentrum. Bedeutet, Alter. Wir brauchen ein Raketensilo. Wir brauchen Panzer, Freunde. Wir brauchen Panzer, Panzer. Noch mehr Panzer, leichte Panzer, schwere Panzer, alle Panzer.
Wir müssen jetzt hoffen, dass der sich hier richtig aufreibt. Auf ein Radarstörgerät gebaut. Ein Schweinehund. Dann würde ich sagen, wir vergrößern sogar nochmal unsere Luft. Unsere Luftgroup. Jetzt muss ich alle einzeln nachtanken lassen, wirklich. Einfach auch noch mal ein Heliport. Das ist hier betankt. Neu bewaffnet. Bestätigt. Zack. Bestätigt. Ist ja echt auch ein bisschen dümmlich, dass man das alles einzeln machen muss. Okay, der ist jetzt bald Geschichte, denke ich. Da geht's richtig zur Sache. Er hat auch ein Technikzentrum. Jetzt nicht mehr. Merkwürdige Taktik. Vielleicht, wenn das nicht braucht, das ist gar nicht so doof. Und jetzt, Freunde, für 2500 Dollar könnt ihr euch euer eigenes Raketensilo in den Garten stellen. Und ich sag's euch, die Nachbarn sind plötzlich viel, viel netter zu euch. Kriegt vielleicht Probleme mit der Regierung, aber sonst alles gut. Man nimmt euch deutlich mehr ernst so im Alltag. 2500 Dollar, Leute, inklusive Versand und Montage. Was machen wir jetzt? Wir können jetzt hier mal den Kreuzer hier nach oben schicken. Dass der hier ein bisschen vom Wasser aus regelt. Und, Alter, wenn das... Okay, die sind völlig fertig. Und ich habe irgendwie dieses blöde Gefühl, dass wir gleich dasselbe Schicksal erwarten. Einen Heliport wollte ich noch haben. Das ist alles so teuer bei den Alliierten. Ich glaube, die Russen kosten Heliport 800 oder so. Warum ist das so teuer? Hier, der Helikopter kostet 1200 schon allein. Ist ja einer dabei, aber trotzdem heftig. Der hat hier, glaube ich, relativ wenig. Ja, da müssen wir zuschlagen. Da müssen wir zuschlagen, weil er hat ja eigentlich fast nichts an Verteidigung. Also folgendes. Wir stellen jetzt das Heliport hin. Das Heliport. Haben wir einen dabei? Zack, jetzt haben wir 7 Stück. Machen wir so eine Nadelstichtaktik. Was ist das da eigentlich? Was ist das? Ja, das ist ein gegnerisches Fahrzeug. Das habe ich mir fast schon gedacht. So, und jetzt? Wir greifen hier übers Wasser an. Helis können nicht übers Wasser fliegen. Würde mich eigentlich total verarschen. So. Er hat auch Helikopter, das heißt, wir werden mal Flak spawnen. Und jetzt nehmen wir das Ding nämlich aufs Korn. Feuer! Sehr schön. Nächste. Und wenn wir halt ein paar verlieren, dann ist es eben der Preis der Freiheit. Okay, abhauen, abhauen, abhauen. Okay, das war, der Preis war extrem hoch. Aber wir wollen weiter Helikopter und jetzt greifen wir ihm seinen Bauhof nämlich an. That's what we do. We will kill them all. Und du, wo gehst du sammeln? Junge. Geh Diamanten sammeln. Ich lebe wieder voll über meine Verhältnisse, echt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Knete. Wir haben bald unsere Atombombe. Und der hier oben lebt immerhin noch so. Der Zahn hängt zwar nur noch so an einem kleinen Fetzen Zahnfleisch, aber ist noch nicht komplett weg. Kreuzer war echt. Die Bewerfung ziemlich wertlos. Oh. Ich habe hier so ein Gelächter von Natanja gehört. Okay, das war's jetzt hier für ihn. Also noch ein Heliport. Wo wir den denn hin? Wir haben echt ein bisschen Platzprobleme. Ja, perfekt. Melde mich,
Geht, lass die anderen doch auch mal mitspielen, Mann. Dann kommt der leer. So, mit den 6. Wenn sie vollgetankt sind. Oh ne, er baut schon wieder Flachs nach. Ich krieg die Krise. Was machen wir jetzt? What shall we do? What the fuck? Puh. Hier oben. Der Kampf ist verloren. Was ist das für ein Ding? Ja, jetzt, mein Herr. Machen wir mal Hackfleisch aus allem, was er hat. Alles gut, da können wir ihm immerhin hier etwas die Versorgungsader durchschneiden. Wenn wir das hier konsequent durchziehen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Mir bleibt da eigentlich nichts anderes übrig, als hier lang zu sammeln. Was kriegen wir denn? Perfekt. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig, Junge. Ja, ein bisschen besser zielen wäre schon angebracht. Freund der Nacht. Okay. Wo ist das Lager verwundbar? Wir müssen ihm nur seinen Bauhof abreißen, das ist eigentlich alles. Wenn wir seinen Bauhof abgerissen kriegen, probieren wir hier. Kann es auch ein richtiges Himmelfahrtskommando werden, aber wenn wir das schaffen, wisst ihr was? Wir warten auf die Atombombe. Warten mit unserem Angriff. Das wird perfekt getimed. Wir reißen ihm hier die Verteidigung ab. Hier geht die rein. Dann sollte das hier weg sein und dann können wir hier einfallen und knallen ihm den Bauhof weg. Oh yes. That's a plan. Awesome. Das machen wir. Und wir bauen noch eine Flugabwehrrakete. Seht ihr hier gleich eine spektakuläre Explosion, meine Freunde. Macht euch auf was gefasst. Warum wollt ihr hier nicht hin? Fliegt jetzt hier hin. Wo ist der Rest? Wo sind sie? Nicht landen! Seid ihr des Wahnsinns! So. Geht hier eine Nuklearrakete rein, da seht ihr vielleicht eine mega fette Explosion. Achtung! Wie, das war's schon. Okay, das ging schief. Jetzt kommt. Druck. Oh nein, er hat den ganzen Stützpunkt damit voll. Okay, wir sind alle im Arsch. Der Plan ging sowas von schief. Dieser verflixte Schattengenerator. Okay, da lebt eigentlich fast nichts mehr. Dieser verdammte Schattengenerator. Machen wir jetzt. Er lebt immer noch. Wir könnten, Leute, wir könnten die Waffenfabrik eigentlich mobsen. Wobei, nee, der hat immer noch so viel Bunker drumrum. Das ist blöd. Sehr schön, der qualmt. Weitermachen. Das Pistolenmännchen geht auf den Sammler los. Er fährt sie einfach platt. Er versucht es. Schiff. Mach ihn doch platt. Nutz doch deine Reichweite, verdammt. Mach ihn ja platt, bitte. Er ist gefährlich. Feuer. Sehr schön. Hey, der hat gerade noch geraucht. Was ist es? So ein mobiler Schattengenerator oder was ist es? Ich habe wirklich Angst davor. Echt Angst. Ach, es ist doch irgendwas richtig Abgefahrenes. Dann wollen wir jetzt noch eine... Ah, wir haben ja hier Flachs und keine Flarax und Flachs? Nee. Also das eine sind Flugabwehrkanonen, das andere sind
Abwehrraketen. Konstruktion abgeschlossen. Oh ja, die kommen ja angeflogen jetzt. They coming for us. Das könnte er haben. Das könnte er haben, er wird alle sterben. Und tschüss. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay. Konstruktion abgeschlossen. Steigen wir die Front noch ein bisschen. Wird gebaut. Schützturm. Ja, sag mal, bist du eigentlich total bekloppt? Einheit verloren. Fahr doch einfach auf die See raus. Jetzt hier, Saurus. Meine Herren. Ja, Jungs? Hallo? Mach den Platt. Was ist das denn für ein Scheißding? Oh, noch ein Kraftwerk. Mist Geld, aber kein Strom mehr, verdammt. Wer kümmert sich um die hier? Wir bauen jetzt noch irgendeinen Zerstörer, der hier ein bisschen Schützenhilfe leisten kann. Die haben mir meinen Bauhof kaputt gemacht! Ihr Elenden! Ihr Schweine! Wie kam der da rein? In Ordnung. Bestätigt. Alter Schwede, jetzt haben wir ein gigantisches Problem. Müssen wir hier clever investieren? Hä, ohne Bauhof habe ich, kann ich doch eine Atomrakete, kann ich natürlich noch abschließen. Ja, Sir. Wo wird hier geschossen? Ihr Einsatz bestätigt. Bestätigen. Müssen wir unsere Gebäude halt schützen, ohne Ende. Wird gebaut. Ja, wir sind ja noch lange nicht kaputt. Also wir haben jetzt zwar einen gewaltigen Nachteil und werden höchstwahrscheinlich hops gehen, aber... Aber... Noch gehen wir uns nicht geschlagen. Einheit bereit. Ja, Junge, statt dass du ihm hier den Dinger mal endlich wegballern würdest... Mach dir mal noch den Bauhof kaputt, hätte ich ne... Oh nein, nicht eine Werkstatt gebaut, hätte ich nur ein mobiles Baufahrzeug errichten können. Oh, ich habe wieder mal verloren. Ich habe wieder versagt. Ach man. Was machen wir jetzt? Kampfpanzer Rush. Rush. Rush ist der falsche Begriff. Kampfpanzer Attacke. Geht das Ding endlich mal kaputt? Zerstöre es. Jetzt ist guter Rad natürlich teuer. Wir bauen weiter Kampfpanzer. Kommen jetzt eben mit unfassbar vielen Kampfpanzern. Die haben wir nicht mehr. Zwei Helikopter, einer davon total Game Over. Oh je. Okay. Jetzt bauen wir einfach unendlich viele Panzer. Mach ihn endlich kaputt. Ich weiß nicht, ob er noch so viel hat. Der sieht aber auch richtig fertig aus. Und dieses beschissene Etwas ist immer noch am Leben. Heft das hier an. Nuklearrakete bereit. So, das ist sehr schön. Wobei, die hat ja echt ihren Zweck total verfehlt. Wir schießen sie eben einfach hier rein. Kostet alles Geld. Viel Geld wird er auch nicht mehr haben. Wir haben wieder ein Gebäude abgerissen. Das ist gut. Und... Mach das Ding kaputt. Mach dieses Ding kaputt. Töte es. Ja, wie er es halt weiß, dass ich es anklicke. Wie er es einfach weiß. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weiter Panzer. Und dann noch ein bisschen Artillerie. Die Artillerie mag ich auch nicht so gern. Auf die muss man immer so arg aufpassen. Und hier dieses Einheitenmanagement in dem Spiel ist echt ein Graus. Jetzt
Der sucht Stress, hä? Er sucht Stress. Er sucht Stress. Provoziert, hä? Produzier mich nicht, Bruder. Produzier mich nicht. Jetzt hier. Mach es kaputt. Mach es kaputt. Junge. Jawohl. Immer es ist, dieses komische Käfer-Ding. Ja, Sir. Bestätigt. Gut. Also ich würde sagen, Sir, mit dem bestätigt. Panzerverband. Bestätigt. Wir werden es noch ein bisschen erweitern. Um wird gebaut. Ein, zwei Ranger-Fahrzeuge. Es wird bereits gebaut. Dann werden wir mal so dermaßen den Arsch versohlen. Hier sowas von mit dem Falschen angelegt. Alter. Einheit bereit. Wird gebaut. Oder so nicht. Gestoppt. Die Ranger reichen. Abgebrochen. Brauchen noch ein paar schwere Panzer. Richtig dicke Panzer. Melde mich wie befohlen. Was hat er hier vor? Hat er mir echt recht, wenn nicht der Sammler hops gehen würde. Hätte ich sowas von führen. Töte ihn endlich. Bereit. Wird gebaut. Gestoppt. Ach, wir kriegen wieder Geld, oder? Jetzt aus. Was machen unsere Sammler eigentlich? Hey, wo sind die denn? Wir haben noch einen, oder? Haben die echt kaputt gemacht? Okay. Die haben einen Sammler kaputt gemacht. Ihr kleinen, fiesen, miesen Wichte. Aber dem geht's finanziell auch nicht mehr gut. Der kann nicht mehr reparieren. Der ist auch richtig am Struggeln hier. Bestätigt. Wobei, er hat drei Sammler. Es wäre echt mal an der Zeit, ihm einen abzunehmen. So, jetzt ist es an der Zeit anzugreifen. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ich sag's euch, das Gruppieren in dem Spiel ist echt ein absoluter Albtraum. Jetzt mache ich es so, wie früher immer. Wie früher immer. Melde mich wie befohlen. Grüße an den Ben an dieser Stelle. In Ordnung. Wir igeln uns so lange wir können in unserer Basis ein. In Ordnung. Wenn es dann nicht mehr geht. Bestätigt. Und der Panzerverband. Wir haben halt jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie in die Luft schießt. Egal. Wer braucht schon Anti-Air? Wer braucht das schon? Kriegen ja Schützenhilfe übers Wasser. Was macht die Atomrakete? Na, die dauert noch eine Weile. Gruppieren uns hier. Sofern sie den Weg denn alle finden. Haben wir also nichts mehr hier. Wenn wir die Schlacht jetzt verlieren. Wenn wir diese Schlacht verlieren. Haben wir den Krieg verloren. Unsere Ehre. Oh no. Haben wir irgendwas womit. Wir haben nichts womit sie attackieren können. Das ist eklig. Na gut, aber sie müssen nachtanken. Das heißt, jetzt werden wir sie so richtig an ihren kleinen alliierten Nüsschen packen. So. Und wird jetzt so weggemäht. Mäht sie weg. Die Heliports nämlich kaputt. Wenn er kein Heliports mehr hat. Hat er eben gar nichts mehr. Wir verlieren eine mega viele Einheiten. Wir müssen alles dran setzen, den Bauhof wegzumähen. Wir verlieren alles. Macht es! Feuer! Das ist Artillerie. Er muss down gehen. Wir sind am Arsch. Ich hoffe, dass die Atombombe rechtzeitig bereit ist. Das ist finanziell nämlich genauso abgebrannt, wie wir es sind. Okay, der Angriff war ziemlich dumm. Nicht gedacht, dass die Helis so reinhauen und vor allem so schnell nachgetankt sind. Okay, jetzt bauen wir noch so restlichen kleinen Panzerverband.
Der ist im Prinzip sehr im Arsch. Der hat eigentlich nichts mehr. Hier eine Atombombe rein, dann ist Feierabend. Wird es mit seinen Helikoptern ankommen? Ich hoffe, er ist nicht schlau. Wenn er ziemlich schlau ist, dann fliegt er meine Schütze hier. Er ist nicht schlau. Er ist einfach ein Computergegner. Nuklearrakete bereit. Aha. Ich sehe. Ziel wählen. Da rein. Nuklearrakete wird vorbereitet. Abschuss einer Nuklearrakete. Weg ist er! Weg ist er! Das war's! Das war's! Jetzt noch irgendwie die finanziellen Mittel abtrennen. Es ist ein Zermürbungskrieg. Leute, ich mach da jetzt einmal einen Cut rein. Weil das wird ja doch ein bisschen zu aushausig hier, was die Spielzeit angeht. Das ist ja irgendwann auch nur noch langweilig. Dass nur so ein kleines Sägeplänkel ist. Da haben wir eben die Waffenfabrik auch noch abgenommen. Und jetzt würde ich sagen, war's das endgültig, mein Herr. Jetzt haben wir auch noch eine Atombombe bereit. Und ich habe hier auch mal so einen dicken Chronopanzer im Bau. Dass wir meine finanziellen Mittel zulassen. Nuklearrakete bereit. Oh ja. Das ist Musik in meinen Ohren. Und haben wir noch ein, zwei Ranger, einfach um uns um die Infanterie zu kümmern. Wir sehen auf dem Radar, dass jetzt all seine Truppen hier rüber verlagert. So, das war sein letzter Hubschrauber. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ernsthaft. Wird gebaut. Das war übrigens ein Chronopanzer. Dieses eigenartige Ding. Frage ist, kann normal angreifen, glaube ich, oder? Ja. Was hat er innen? Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Wow, krass. Ah, der kann sich teleportieren. Das ist so ein Auflade-Countdown. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es durchschaut. Wird gebaut. Eine Weile gedauert. Oh. Ja, der muss in Bewegung bleiben. Bleib du mal hier. Du mal hier. Bis diese Halunken besiegt sind. Hä, hat schon wieder so ein Chronopanzer. Dachte, ich hätte ihm alle Produktionsgebäude kaputt gemacht. So, jetzt kriegt ihr erstmal eine kleine Nuklearrakete hier rein und die sollte ihm eigentlich die... Abschuss einer Nuklearrakete geortet. Na, was? Okay. Ist hart. Ich dachte, die wird ihm hier den Rest in den Erdboden gleich machen. In Ordnung. Machen wir das so. Bestätigt. Liegen mit denen hier. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Jungs, ihr müsst weiter sammeln. Fliegt hier hin. Und dann attackiert er nämlich hier zwischen den beiden Flaks. Nein! 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 Okay, du bist als Held gestorben. Du bist als großer Held gestorben. Es ist halt einfach so, dass diese kleinen, miesen Dudes immer wieder einen Weg finden, sich herauszuwinden. Die haben mal noch Geld ohne Ende durch ihre drei Raffinerien und die vielen Sammler. Das haben die schon noch. Die haben richtig Knete, die Boys. Deswegen. Jetzt hier ein Team zusammen.
Ja, die gehören hier hin. Also wir warten jetzt noch die Fuhre ab und dann wird fertig produziert und dann gibt es erstmal Zeitraffer. Und er hat alles verkauft. In Ordnung. Er hat all sein Hab und Gut verkauft und er stürmt mit unglaublicher Infanteriegewalt auf uns zu. Wird gebaut. Das werden wir ganz einfach regeln. Ja, in Ordnung. Ja, Sir. Komm, Blechbubi, hier hin. Hier die Tanja hin. Was ist? Jetzt hat nicht mehr viel Leben, aber normal sollte sie die feindliche Infanterie innerhalb von Windeseile erledigen. Ihr Einsatzfahrzeug. Die Jungs. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Dann ist hier einfach gerade rüber. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Können sich hier gleich austoben. Wir müssen nämlich absolut alles abreißen. Das fand ich im Spiel immer sehr, sehr, sehr nervig. Wer ist denn Nachschlagbibchen? Also erstmal den da. Nimmt sie alle auf. Mach's fertig. Los. Jawohl, sehr schön. Genau so habe ich mir vorgestellt. Er hatte dran zu kauen wie. Wer ist denn Nachschlagbibchen? So, damit haben wir die vermeintliche Angriffswelle niedergeschlagen. Komm, Blechbubi, tanz mal. Und hier unten. Erwarte Ihre Befehle. Schon so ein bisschen Artillerie nachgebaut. Gut. Komm, Blechbubi, und hier würde ich sagen, erledigt Tanja einfach den Rest. Da brauchen wir da gar keine großen Waffen mehr. Die packen wir einfach von hinten. Wobei das hier noch schwierig wird. Ich hoffe mal, in der Kiste ist irgendwas Feines drin. Wird gebaut. Bin schon da. Was hat er hier noch? Einheit verloren. War eine Bombe drin? Ist ja bescheuert. Okay, das sind seine letzten Einheiten. Einheit bereit. Also gut, dann muss eben doch die Artillerie ran. Bestätigt. Zeitraffer. So, meine Damen und Herren, es ist vollbracht. Während wir hier die letzten Sammler des grünen, fiesen Gegners zerstören, bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Nostalgie-Empfinden und es hat euch gefallen. Und diejenigen, die Command & Conquer eben noch nicht kannten, wissen jetzt vielleicht, was mit anzufangen. Ist ein cooles Spiel. Die Kampagne ist wirklich sehenswert. In jedem Teil hat super Filmsequenzen, also echt Filmsequenzen. Wir haben 164 Einheiten zerstört und genau einen Sieg davon getragen. In gefühlten 5 Stunden. Ich habe genug. Ihr habt, denke ich, auch erstmal genug. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. How could love wear so thin?